Professor Golomann, Sie sind der Ausbildung nach Philosoph und Historiker. Sie promovierten 1932 bei Karl Jaspers. Bis vor einigen Monaten waren Sie dem Berufe nach Professor für politische Wissenschaft an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Diesen Lehrstuhl haben Sie aufgegeben. Aber Sie sind weiterhin gelegentlich viel beachteter politischer Publizist. Ihrer Fachwissenschaft, der Historie, dienen Sie als Herausgeber einer vielbändigen Weltgeschichte. Dies alles ist eine breite Skala. Philosoph, Historiker, bis vor kurzer Zeit Hochschullehrer. Wenn Sie diese Skala verkürzen könnten, wenn Sie ein Leben, auch ein Arbeitsleben, einrichten würden, ganz nach Ihrem Geschmack, wie würde es aussehen, was würden Sie betreiben? Der goldene Mittelweg ist ja im Leben schwer zu finden. In meinem eigenen Leben war die Erfahrung die, das wird auch die Erfahrung vieler anderen Menschen sein, dass die Welt zunächst und lange Zeit zu wenig von ihnen wollte, zu wenig von mir wollte. Und heutzutage ist es oft eher ein bisschen zu viel. Ich würde mich gern viel mehr konzentrieren auf eine große Arbeit, als ich es heute kann. Ich würde also gern den größeren Teil des Jahres auf dem Lande verbringen und ein Buch hinbringen, das ich sehen lassen kann und das meiner eigenen Seele und vielleicht ein paar anderen Seelen gut tut. Nebenbei würde ich wohl gern auch ein bisschen nach außen wirken von den Medien, die nun einmal da sind, zum Beispiel das Medium des Fernsehens, ein wenig Gebrauch machen, ein paar Artikel, ein paar Aufsätze schreiben, aber nicht so dicht, wie es heute der Fall ist. Da Sie von der Breite der Skala sprechen, es gab wohl Zeiten, als die Skala noch breiter war, als ich in Amerika zu unterrichten anfing und Dinge unterrichten musste, von denen ich überhaupt keine blasse Ahnung hatte. Also einen Winter lang jeden Morgen um 3 Uhr aufstand und von 3 bis 8 paukte, was ich dann zu unterrichten hatte in Fächern, die ich also lieber nicht erwähnen will. Erwähnen Sie sie mal. Ach, es war also Geschichte und Geografie und amerikanische Political Science und so weiter und so weiter. Also, Sie haben gesagt, vielen wird es so gehen und Ihnen sei es so gegangen, dass die Welt zuerst gar nicht so sehr viel und vielleicht sogar zu wenig von einem zu wissen wünsche und dann zu viel. Hat es Sie geschmerzt, dass man vielleicht jahrelang von Ihnen nicht so viel, wie Sie zu geben bereit sind, wissen wollte? Nicht bewusst geschmerzt, da es ja in jenen Jahren anders überhaupt nicht zu erwarten war, davon abgesehen, dass ich wohl auch selber noch zu unreif war. Aber ich würde sagen, dass es hart war. Brannten Sie darauf, sich mitzuteilen? Ja, ein bisschen mehr, als ich mich viele Jahre lang mitgeteilt habe. Sie sind als politischer Schriftsteller vor allem in den Vordergrund gerückt, Herr Professor Mann, teils gelobt, teils gescholten, weil Sie den Politikern der Bundesrepublik eine beweglichere Ostpolitik empfohlen haben, einschließlich einer nüchternen Betrachtung der deutschen Grenzfrage. Wir werden darauf sicherlich noch kommen in diesem Gespräch. An dieser Stelle interessiert mich zunächst eines. Ist die Beschäftigung mit der Politik für Golomann auch ein Lebenselixier, ein Bedürfnis, eine Notwendigkeit oder eine selbst auferlegte Pflicht? Beides. Ich habe seit ich ein junger Mensch war, also seit meinem 16. Lebensjahr etwa, eine Politik mit starkem, oft leidenschaftlichem und manchmal leidendem Interesse verfolgt. Ich habe auch zwischen meinen historischen Interessen und Bemühungen und dem politischen oft eine Verbindung gesehen. Das heißt, ich habe meine Anteilnahme am Gegenwärtigen in die Vergangenheit übertragen, sozusagen, in gewissen meiner Schriften. Nicht umgekehrt. Die Anteilnahme gehörte dem Gegenwärtigen und Sie übertrugen dieses Engagement in die Vergangenheit. Das ist stärker. Es geht wohl in beiden Richtungen. Aber die von mir zuerst erwähnte ist wohl die stärkere gewesen. Das ist eine Seite der Sache. Aber man wird ja älter
Und die Wiederholung der Dinge wird manchmal ermüdend und ein wenig deprimierend. Ich würde sagen, wenn ich mich heute gelegentlich, sehr gelegentlich, politisch äußere, dann ist das in der Tat mehr aus Pflicht und Schuldigkeit, so wie ich sie sehe, denn zu meinem Vergnügen. Sie haben einmal in einer Unterhaltung, und das passt zu dem, was Sie eben sagten, in einer Unterhaltung haben Sie einmal über Ihre politische Publizistik gesagt, sie macht keine Freude, nein, mir nicht und anderen nicht. Und ich finde, dies klingt doch recht pessimistisch. Sie haben seinerzeit erklärend hinzugefügt, Sie betrieben das politische Kommentieren nur, weil Sie nicht noch einmal den Vorwurf hören wollten, Ihre Generation, Sie sind 1909 geboren, habe sich politisch zu passiv verhalten. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, Herr Professor, ob die Art der Kritik, die Sie als politischer Publizist in der letzten Zeit gelegentlich auf sich gezogen haben, Sie verletzt hat. Das kommt drauf an. Es gibt eine Art von Kritik, die mich an die Verse von Goethe denken lässt. Wanderer gegen solche Not, wolltest du dich sträuben? Wirbelwind und trockener Kot, lass sie drehen und stäuben, nicht wahr? Es gibt Dinge, die ich überhaupt nicht lese, sondern sofort wegwerfe, von denen aber wohlmeinende Bekannte mir dann doch berichten. Also indirekt weiß ich dann davon. Also da möchte ich auf Österreichisch sagen, die können mich gar nicht meinen, nicht wahr? Also das berührt mich nicht weiter. Es gibt ernstere Kritik, die mich nicht kränkt, aber die mir zu denken gibt und die mir oft auch Ursache ist, das eigene Denken zu überprüfen. Ich habe Diskussionen gehabt mit Vertretern etwa von gewissen vertriebenen Organisationen und habe von diesen Menschen gelernt, das war eine besondere Gruppe, wie tief ernst ihre Argumente sind. Und das gab mir also die Pflicht und die Chance, mein eigenes Denken mindestens zu überprüfen. Mitunter, das gebe ich offen zu, bin ich auch ein klein wenig deprimiert, wenn das Echo auf Äußerungen, die ich in aller Bescheidenheit für maßvoll und gutwillig halte, ein so sehr gehässiges und verzerrendes ist. Und dann fragt man sich manchmal, willst du nun auf deine älteren Tage wieder und wieder also deine Zeit und Kraft in dieser Wirrsal verbrauchen, nicht wahr? Neigen Sie zur Resignation und bedeutet der Entschluss zu kämpfen und für etwas einzustehen eine Überwindung? Ja, das würde ich sagen. Die Resignation ist eine schwere Versuchung für mich, der ich Widerstand leisten muss. Bewusst Widerstand leiste? Ja, bewusst Widerstand leiste. Sie würden es für ein Vergehen gegen Ihre Pflicht ansehen, wenn Sie dieser Versuchung zu resignieren leichtfertig nachgeben würden? Ja, das wäre es in der Tat. Ein Verrat an der eigenen Pflicht, nebenbei auch an Menschen, sie mögen nun wenig sein oder viel, die zu meiner Überraschung etwas von mir erwarten im Bereich der politischen Kritik. Herr Professor Mann, wie beurteilen Sie den Stil, die Sitten sozusagen, nach denen die politische Auseinandersetzung in Westdeutschland geführt wird? Würden Sie aufgrund eigener Erfahrungen eine Verwilderung dieser Sitten in den jüngsten Jahren konstatieren wollen? Ne, bis zu einem gewissen Grade ja. Also sie war in den ersten Jahren nach 1945, waren diese Sitten fast zu gut, fast zu maßvoll, um wahr zu sein, um dauerhaft wahr zu sein. Ich habe mir damals immer gesagt, so kann das nicht immer sein. Es wird auch in Deutschland wieder, wie schließlich ja auch anderswo,
scharf auf scharf gehen. Denn glauben wir doch nicht, dass die politischen Sitten etwa in Amerika so sehr sanfte und zuverlässig faire wären. Das sind sie ja keineswegs. In den letzten Jahren, zumal im letzten Jahr, habe ich eine gewisse Verwilderung, mindestens also eine Verschärfung wahrgenommen, die nun wieder über das, was ich für normal hielte in einer Demokratie, hinausgeht. Worauf führen Sie sie zurück? Ja, darauf, dass im Grunde doch im Jahre 45 nichts gelöst worden ist, dass der deutschen Nation doch nur eine äußere, eine militärische, eine physische Niederlage beigebracht wurde, die freilich zunächst Beweiskraft hatte, aber das, was in Deutschland so lange gewesen war, doch nicht einfach eliminiert hat. Und nun mit der wiederkehrenden Macht, mit den Säften der Hochkonjunktur und auch mit dem Schwächerwerden der politischen Führung in der Bundesrepublik fühlen gewisse Kräfte nun, dass es auch für Sie Frühling werden könnte, nicht wahr? Das glaube ich. Sie sagen gewisse Kräfte und mich würde in dem Zusammenhang interessieren, wie Sie selbst Ihre Generation einschätzen. Ich habe im Zusammenhang mit Ihrer politischen Publizistik bereits erwähnt, dass Sie einmal Bezug genommen haben auf eben Ihre Generation, die einmal den Vorwurf auf sich gezogen habe, politisch zu passiv gewesen zu sein. Ihr persönliches Schicksal, Herr Mann, ist gewiss nur bedingt generationstypisch gewesen, aber dennoch würde ich gerne eine Charakteristik jener Generation hören von Ihnen, zu der Sie gehören. Das sind also die Leute, wie ich meine, zwischen heute 55 und 65 etwa, die also die Weimarer Republik als Heranwachsende noch erlebt haben und die in die Mannesjahre gelangten nach 1933. Gibt es da durchgehende allgemeine Vorzüge und Schwächen? Von Vorzügen kann ich nicht reden, von Schwächen schon eher. Es ist eine Generation, die historisch kein Glück gehabt hat, mit der Ausnahme derer, die stark genug waren, sowohl in Deutschland wie außerhalb in der sogenannten Emigration, all den Versuchungen zu verzweifeln, Widerstand zu leisten. Hier in Deutschland ist sie ja durch den Zweiten Weltkrieg sehr stark aufgerieben worden. Nicht wahr? Sie fehlt ja heute weitgehend. Und in der Emigration ist ihr der Mut nicht immer, häufig nicht gebrochen worden, aber ist ihr doch stark beeinträchtigt worden, da man eben sehr lange unter harten und schweren und wenig hoffnungsvollen Bedingungen gelebt hat. Es ist eine Generation, die historisch erfahren ist und von der man, ich spreche nun nicht vom Individuum, von der man wohl etwas lernen könnte, aber sie steht wohl auch in der Gefahr, zu resigniert oder zu pessimistisch zu sein oder wieder und wieder die Wiederholung schlimmer Dinge zu befürchten, die sie einmal erlebt hat. Ich würde übrigens sagen, ich wäre einige Jahre früher oder einige Jahre später geboren, wie etwa mein jüngerer Bruder, der 10 Jahre jünger ist. Für den hat der Aufstieg Hitlers nichts bedeutet. Der ist damals nicht seelisch verwundet worden, wie unser einer. Wiederum wäre ich 10 Jahre älter gewesen, dann wäre ich in Deutschland schon fest verwurzelt gewesen und hätte nach dem Krieg zurückkehren können, hätte etwas vorgefunden, hätte weitermachen können. Nun, ich war 23, als Hitler zur Macht kam. Das allerbildsamste Alter, möchte ich sagen, aber auch eines, in dem man nun wenig Widerstand eigentlich leisten konnte, noch wenig
zu bieten hatte, nicht wahr? Und wurde dann also hinaus gewirbelt. Das lag nicht glücklich generationsmäßig. Neigt Ihre Generation zur Selbstbemitleidung? Das kommt nun ganz auf den persönlichen Fall an. Also das könnte ich für die Generation nicht zur beantworten. Person Goloman? Ich würde ehrlich glauben, nicht zum Selbstmitleid, wohl aber manchmal zum Reflektieren über das eigene Schicksal und zum Vergleich mit dem, was es unter einem günstigeren Stern vielleicht hätte werden können. Sie haben einmal gesagt, bei durchaus ebenfalls vorhandener Kritik an dieser Zeit, Sie hätten ganz gerne im wilhelminischen Zeitalter gelebt. Was wären Sie dann gewesen, ein Privatgelehrter? Ja, wenn ich Geld gehabt hätte. Ja, ich wäre ganz gerne ein Privatgelehrter, ein Schriftsteller und Publizist gewesen. Aber diese Bemerkung galt eigentlich nicht so sehr meiner eigenen möglichen Stellung in diesem Zeitalter, als dem Zeitalter als solchem, das eben trotz tiefer innerer Schwächen, die ja dann später zum bitteren Ende führten, mehr Leichtigkeit, mehr Heiterkeit hatte als unseres, so jedenfalls sehen wir es heute und doch auch im Zeitalter, also äußerst schöpferischer Art war, ich meine, als man sich's noch leisten konnte, sich um Politik überhaupt nicht zu kümmern, das war doch schön, nicht wahr? Haben Sie ein Bedürfnis nach Leichtigkeit und Heiterkeit? Ja, was nicht heißt, dass ich beide schönen Dinge besitze, aber man bedarf ja oft dessen, was man nicht so sehr besitzt, nicht wahr? Sie würden von sich sagen, Sie besitzen es nicht in dem Maß, in dem Sie es sich wünschen? Ungefähr so. Dass Sie, das Goloman, nur ein bedingt generationstypischer Zeitgenosse ist, das ergibt sich wohl schon aus dem familiären Hintergrund. Sie sind, Herr Professor, am 27. März 1909 in München als Sohn des Dichters Thomas Mann geboren worden, was sicherlich Besonderheiten geschaffen hat. Ich meine, dass aus einer solchen Sohnschaft sich eine Reihe von Fragen ergibt. Zunächst also der Sohn eines berühmten Vaters. Hat darin für Sie jemals auch eine Last gelegen? Etwa in dem Sinne, dass jemand, der wie Sie selbst schreibt, als Sohn von Thomas Mann sich Maßstäbe setzt, an denen er schier verzweifeln möchte? Ich würde sagen, dass Sie den Sohn eines berühmten Vaters, dem dies nicht unter anderem auch eine Last gewesen wäre, in der ganzen Geschichte kaum werden finden können. Dass ein kleiner Baum im Schatten eines großen Baumes Wachstumsschwierigkeiten hat, nicht wahr? Das ist ja bekannt, also aus der Naturkunde und gilt sicher auch für die menschliche Psychologie. Dass ich das Werk meines Vaters in Quantität und Qualität nie werde erreichen können, ist mir keine besondere Belastung gewesen. Zumal ich ja vielleicht mit einem gewissen Instinkt mir eben doch einen Gegenstand, eine Kunstform zur rechten Zeit gewählt habe, die von der meines Vaters wesensverschieden war. Ich bin ja kein Romanschriftsteller. Wäre ich das, dann wäre die Belastung sicher eine direktere gewesen. Halten Sie es für denkbar, dass Sie Historiker zu werden, wenn auch mit einem ganz erheblichen und beträchtlichen Schreibtalent, dass Historiker zu werden ein Ausweg war aus der Not, eventuell stärker unter der Last des Vaters zu leiden? Das ist denkbar, aber eigentlich hinge die Antwort auf diese Frage doch davon ab, ob ich Talent zum Romancier gehabt hätte oder nicht. Und das weiß ich nicht, da ich es ja nie versucht habe. Würden Sie es mal ausprobieren mögen? Vielleicht, man soll nie sagen. Aber es wird noch ein Weilchen dauern. Das Dies ist also mal klingt sicher. So, als hätten Sie darüber schon nachgedacht. Mitunter.
Was für ein Roman sollte es nach Ihrem bisherigen Nachdenkensergebnis sein? Da gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein historischer Roman oder wieder ein äußerst subjektiver Roman, also ein mehr oder weniger autobiografischer Roman. Eine dritte Möglichkeit, also kritisch der Gesellschaft gegenüber, also würde ich für mich überhaupt nicht sehen. Wenn es ein historischer wäre, welches wäre der bevorzugte Vorwurf? Das könnte ich Ihnen auf Anhieb nicht sagen. Da gäbe es manches. Ich würde aber sagen, ich glaube optimistischerweise, ohne es noch eigentlich bewiesen zu haben, dass man Geschichte so schreiben kann, dass es sich beinahe so fließend, so unterhaltend liest wie ein Roman und doch auch wissenschaftlich ist. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen dieses Kompliment für Ihre Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, für Ihre deutsche Geschichte in dieser Zeit mache. Ich danke Ihnen, Herr Gauss, aber ich hoffe, der Volente es noch besser machen zu können. Sind Sie mit sich selbst unzufrieden? Immer. Warum? Weil es nie so gut ist, wie es sein sollte und vielleicht sein könnte. Woran fehlt's? Am stilistischen oder am wissenschaftlichen? Ja, an beidem und auch an der oft auch an der äußersten Anspannung, die nur bei äußerster Konzentration und Ruhe möglich ist. Die eben erwähnte deutsche Geschichte, da wollte man in Deutschland noch kaum was von mir. Da saß ich am Bodensee 2 Jahre lang in erstaunlicher Ruhe. Ich denke oft mit Wehmut an diese Zeiten zurück, nicht wahr, wo ich noch wochenlang ohne einen Brief, ohne einen Telefonanruf sitzen konnte und lesen und schreiben konnte. Das ist vorbei. Vielleicht kommt es wieder. Welches von den Werken Ihres Vaters ist Ihnen das Liebste? Kann ich nicht eigentlich beantworten, weil sie zu verschieden sind. Ich könnte einige nennen, die mir ausgesprochen unlieb sind oder weniger lieb sind, wie etwa die Novelle Unordnung und frühes Leid, die vielen so sehr gefallen hat. Auch Tonio Kröger, abgesehen von der Kindheit, ist mir eigentlich fremd. Warum? Ja, weil es mir zu übertreiben scheint, weil es also die Askese und die Herzenskälte des Künstlers mir zu abstrahieren und zu übertreiben scheint. Ich meine, so war er doch selber in Wirklichkeit gar nicht, der Autor von Tonio Kröger, nicht? Und so ist doch auch der Künstler gar nicht. Kurz und gut, es spricht mich nicht sehr an. Aber ob ich nun Buddenbrooks oder Felix Krull oder Königliche Hoheit lieber mag oder den Tod in Venedig, das könnte ich nicht sagen. Ich würde allenfalls sagen, dass ich von den ganz großen Romanwerken den Zauberberg vergleichsweise noch für den am wenigsten geglückten halten würde. Also verglichen mit Buddenbrooks, den Josef-Romanen und Dr. Faustus würde ich den Zauberberg für den am wenigsten geglückten halten. Aber ich hätte gemeint, dass Lotte in Weimar für Sie sehr viel bedeutet. Ja, tut es auch. Das liebe ich sehr. Das liebe ich sehr, ja. 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 Ihr älterer Bruder, Herr Professor Klausmann, der 1949 aus dem Leben schied, hat in seiner Autobiografie Der Wendepunkt das Leben in Ihrem gemeinsamen Elternhaus beschrieben. Den Vater, den die Kinder ob seiner Entrücktheit bei gelegentlicher zärtlicher Aufmerksamkeit für die Kinder den Zauberer nannten. Die Mutter, die ein strahlender Mittelpunkt der Familie gewesen ist und vielleicht ist. Und die Kinder selbst, die 6 Kinder, das älteste Paar Klaus und Erika, das mittlere Golo, sie selbst und Monika und das Nachgeborene Elisabeth und Michael. Dies alles scheint in einem halb großbürgerlichen, halb künstlerisch-literarischen Rahmen sich abgespielt zu haben. Wenn Sie selbst zurückdenken, Herr Professor Golomann, zurückdenken an diese Ihre Kindheit und an das Heranwachsen. Welches ist Ihr stärkster Erinnerungseindruck an das Elternhaus? Ja, eine freilich schier unerschöpfliche Frage.
für jeden Menschen, wozu kommt, dass ich mit einem, ich glaube, besonders scharfen und lebendigen Kindheitsgedächtnis belastet bin, dass also viele Hunderte oder Tausende von Eindrücken aus der Kindheit und frühen Jugend heute noch in meinem Geist lebendig sind. Darf ich dazwischen fragen, könnten Sie eine genauere Autobiografie schreiben als Klaus? Ich will nicht sagen, dass seine ungenau war. Meine könnte genauer auf eine andere Art sein. Ich will nicht sagen genauer an sich. Aber also noch heute wird unter meinen Angehörigen mein Gedächtnis immer zur Hilfe gerufen, wenn es irgendeine Person, irgendeinen Vorfall aus dem Jahre 1914 also zu erinnern, zu identifizieren gibt, nicht wahr? Also das habe ich. 5 Jahre. Also. Ja, und das reicht nun vom Allerunbedeutendsten bis zum Bedeutenden. Also natürlich etwa die häufigen Vorlesungen meines Vaters, wenn er aus einem werdenden Werk uns abends in seinem Arbeitszimmer vorlas, also die typische Atmosphäre und die Art seines Vortrages und der Rauch seiner Zigarre und dann eben die einzelne Vorlesung, das einzelne Kapitel, ob es aus dem Zauberberg war oder spät aus dem Felix Krull, das ist mir natürlich alles unvergesslich. Oder wieder die Qualen der Emigration, nicht mal als mein Vater schon in Südfrankreich war im Frühsommer 33 und ich war noch in Deutschland, besuchte ihn ein paar Mal und es wurde immer wieder darüber gesprochen, sollte er zurückkehren oder nicht. Also die Qual dieser Diskussionen ist mir natürlich ein unvergesslicher Eindruck. Oder irgendeine Bemerkung zur Politik des Tages, die er etwa, oder zur Kriegslage im Jahre 1914 oder 15, als ich zum ersten Mal den Namen Hindenburg oder Tannenberg hörte, ist mir natürlich auch unvergesslich, nicht wahr? Also da gäbe es sehr viel und sehr verschiedener Art, vom Heitesten bis zum recht Ernsten, kann man wohl sagen. Ist es alles in allem in jedem Fall eine gute Erinnerung? Nicht immer, wie sollte es das sein? Sie haben in Ihrem schon erwähnten Buch, Herr Professor, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, im Hinblick auf die politische Haltung Ihres Vaters geschrieben, ich darf zitieren, sein Ja, wobei Sie meinen, sein Ja zur Weimarer Republik, sein Ja war immer nur ein halbes, von Kritik und Selbstkritik geschwächtes gewesen. Sein Nein, Sie meinen das Nein gegenüber der Diktatur Hitlers, ja. Sein Nein war eindeutig und stark. In welcher Weise hat Ihr Vater Sie selbst als jungen Mann politisch beeinflusst? Welche Wertmaßstäbe für das öffentliche Leben haben Sie vom Tisch Thomas Manns mitgenommen? Ich denke, in den 20er Jahren doch die humanitäre, die liberale, die halbdemokratische Wertung, der er nun huldigte. Ich war als ganz kleiner Junge im Opposition und im Deutschnationalen Jugendbund und bei den Pfadfindern und tat alles, was man im Königlichen Wilhelmsgymnasium in München im Jahre 1919 eben tat. Und davon wurde ich doch wohl also losgeeist oder irgendwie also befreit, wenn Sie so wollen, weggelockt durch die Atmosphäre in meinem Elternhaus. Der Eintritt in den Deutschnationalen Jugendbund im Wilhelmsgymnasium in München, war das Opposition gegenüber dem Elternhaus? Weiß ich nicht. Jedenfalls Sehnsucht, so zu sein wie die anderen. Ich kann mich erinnern, im Jahre 19 oder 20 oder 21 bekam ich zu Weihnachten eine Pfadfinderjoppe, einen Speer und die Werke von Theodor Körner geschenkt. Und mein älterer Bruder höhnte über dieses reaktionäre Weihnachten. Also davon kam ich dann weg. Zu einem Teil sicher durch den Einfluss der Gespräche, die ich bei Tisch hörte, nicht war ganz ohne Frage. Diese Wertmaßstäbe also wären, wie Sie gesagt haben, Humanität, Liberalismus, Toleranz. Toleranz, Friede vor allen Dingen.
Deutsch-französische Versöhnung, diese Dinge, an die wir doch in den 20er Jahren schon so sehr glaubten, auf die wir so sehr hofften. War dies ein Schlüsselwort auch für Ihren Vater? Oh ja. Und dann in den späten 20ern kam schon Paneuropa und kamen diese Dinge, die damals ja leider Illusionen waren. Das habe ich von meinem Vater, ganz ohne Zweifel, und hätte es ohne ihn vielleicht nicht gehabt. Was danken Sie ihm noch? Auch wieder eine fast unerschöpfliche Frage. Ich würde sagen, den Respekt vor der Sprache, die Liebe zur Sprache, den Respekt vor dem Stil, die Anstrengung, einen Stil zu schreiben, den man verantworten kann. Ob mir das immer gelungen ist, weiß ich nicht. Aber die Anstrengung. Vielleicht auch einen ausgeprägten Ekel vor dem Gemeinen, den hatte er. Den hatte er sehr stark. Ich könnte mir denken, dass ich da etwas auch von ihm abbekommen habe. Diese beiden Dinge sicher. Auch Bildung natürlich. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber die Art meiner Bildung im Literarischen ist doch stark von der Kenntnis seiner Werke, seiner Essays und so weiter geprägt. Ich bin dann eben den Dingen nachgegangen, wie Tolstoi oder Flaubert und so weiter, die auch er kannte und liebte. Sind Sie diesen Dingen nachgegangen, um vielleicht das Gegenteil zu beweisen? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass ich das bin. So weit ist meine sinnliche Opposition doch wohl nie gegangen. Ihr Onkel, Heinrich Mann, ist er auch für Sie ein Beeinflusser und Anreger gewesen? Kaum. Er war uns lange Zeit ja fremd, also gerade im äußerst bildsamen Alter fremd, da er und mein Vater sich während des Ersten Weltkrieges und danach nicht gut standen. Es ist ja etwas hart, es zu sagen, aber seine Romane sowohl wie seine Essays haben mich nie so recht angesprochen. Es gibt Ausnahmen. Der Untertan bleibt eine meisterhafte. Was ist mit der kleinen Stadt? Ja, das ist ein ganz schönes Buch. Ja, das ist ein ganz schönes Buch. Wunderbar. Dari Kater ist auch ein schönes Buch. Also er war jemand. Ich meine, die Klaue des Löwen merkt man auch oft bei geringeren Sachen. Nichts gegen ihn. Ich sage nur, dass er mir nicht, oder richtiger gesagt, ich ihm nicht sehr nahe stand, dass ich seine politischen Bemühungen für illusionär, für fiktiv im Wesentlichen hielt. Dass er da etwas geradezu Kindliches hatte, eine Mischung aus Intuition und Naivität, die ich durchschaute. Ich traf ihn ja im Jahre 40 in Frankreich, inmitten des damaligen Chaos. Und wir machten zusammen unseren Weg nach Spanien und dann nach Amerika und kamen uns da menschlich durchaus nahe. Kurz gesagt, ein geistiger Führer ist er mir niemals gewesen. Ihre älteren Geschwister Klaus und Erika haben in den 20er Jahren als Literaten und Kabarettisten und auch als bewusst wilde, so will mir scheinen, bewusst wilde Jeunesse Dorée viel von sich reden gemacht. Und Sie selbst sind von Ihrem Bruder Klaus stets als ein ernsthafter Typ geschildert worden. Und fast mit Bosheit, habe ich den Eindruck, hat er einmal in der frühen Fassung seiner Autobiografie von ihrer skurrilen Ernsthaftigkeit gesprochen. Und gemeint, sie seien als Kind geradezu würdevoll gewesen wie ein Gnomenkönig. Ich habe dazu einige Fragen. Haben Sie manchmal das Gefühl gehabt, im Schatten Ihrer älteren Geschwister zu stehen? Im Schatten ein bisschen. Dass ich neidisch gewesen wäre, glaube ich nicht. Im Schatten ja. Sie waren älter, ein Altersunterschied, der in der frühen Kindheit nicht sehr wesentlich wirkte. Aber als ich ein 15-jähriger Schuljunge war, sagen wir mal, und mein Bruder war ein eleganter junger Schriftsteller, da war natürlich eine
eine tiefe Kluft. Dann waren sie ungleich aktiver, vor allem mein Bruder. Es waren elegante, äußerst unterhaltsame, attraktive junge Leute, also begehrt auf allen Partys, nicht wahr? Und ich war nun fast das genaue Gegenteil davon, nicht wahr? Vielleicht auch ein bisschen aus Trotz, das weiß ich nicht, als ich sehr jung war. Also, dass ich anfangs ein bisschen in ihrem Schatten stand, will ich zugeben. Aber sie waren beide, gerade damals, nett und hilfreich zu mir, das möchte ich betonen. Eine ganz kleine Frage zwischendurch. Sie sind auf den Namen Gottfried getauft worden. Ist es richtig, dass die Form Golo die Verballhornung Ihrer Geschwister ist? Ach, ja, nein, wohl meine eigene. Also das wuchs mir zu, ehe ich sprechen konnte oder als ich sprechen lernte. Und zwar nicht von Gottfried, sondern von Angelus, was ja, mein erster das ist Name der erste war. Name, ja. Ich wurde also von meiner Kinderfrau Gelo genannt und ich lallte Golo. Naja, dann blieb es dabei. Ich möchte sagen, ich habe es versäumt, von diesem Namen wegzukommen zur rechten Zeit. Und jetzt ist es nun nicht mehr möglich, jetzt muss ich halt dabei bleiben. Sie sind, um zurückzukommen auf die Frage der älteren Geschwister, Sie sind schon als junger Mann auf eine bürgerliche, auf die akademische Laufbahn nämlich ausgewiesen. Wie war und wie ist Ihr Verhältnis zur Ungebundenheit einer bestimmten Art literarischen Lebens und Betriebs, einer Art, für die Ihre älteren Geschwister zeitweilig durchaus ein Beispiel gewesen sind und eine Art, die sich manchmal zum gewollten Bürgerschreck steigerte. Was halten Sie davon? Ja, es war mir, also was Sie eben sagten, würde eher für meinen verstorbenen Bruder gelten als für meine Schwester, aber das nebenbei. Ich würde sagen, dass dies Treiben mir fremd war. Ich war nicht dagegen, aber rein der äußere Lebensstil, also der Bohème, etwa viele Stunden in einer schlecht gelüfteten Bar zu verbringen, was man damals ein Nachtlokal nannte oder so. Ich habe nie Freude dabei empfunden, sondern immer nur eigentlich das Gegenteil davon. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Also das war mir fremd. Und ich war nie in der Versuchung, es mitzumachen, aber ich dachte mir, chacun son goût. Ich meine, das musste jeder nun machen, wie er eben gewachsen war. Mein Bruder Klaus war ganz entschieden ein Großstädter oder Weltstädter, der eigentlich nur in Berlin oder Paris oder zum Schluss in New York leben konnte. Sie sind das nicht? Nein, ich bin das Gegenteil. Ich würde in einer solchen Stadt früher oder später eingehen. München, so wie es in der guten alten Zeit war, vor 30 Jahren, war mir noch gerade recht, noch gerade nicht zu groß. Nicht wahr? Aber am liebsten lebe ich überhaupt auf dem Land. Nicht wahr? Könnten Sie versuchen, die Umgebung, in der Sie leben möchten, einmal zu skizzieren? Kaum abstrakt, aber ich kann Ihnen die Gegenden nennen, die mir die liebsten sind. Das wäre etwa die Landschaft zwischen der oberen Donau und dem Bodensee, also Oberschwaben und dann das angrenzende Badener Land. Das wären gewisse Gebiete in Oberbayern, nicht so sehr das Hochgebirge wie in den darunter, nicht wahr, also auf 1000 Meter Höhe oder 800 Meter Höhe, entsprechendes Land in der Schweiz. Das ist die Landschaft, die mir die liebste ist. Und auch und darin die Kultur. Ein kleines Haus und einen Garten? Ja, das wäre schön. Wenn man es haben kann, so halte ich es mit, wie Mephistopheles zu. Nein, das sagt jemand anders. Sie haben die vornehme und exemplarische Internatsschule Schloss Salem am Bodensee besucht, Herr Professor. Und es will scheinen, dass dies also sozusagen eine angemessene Ausbildungsstätte für den Sohn eines höchst erfolgreichen Schriftstellers und für den Enkel einer sehr wohlhabenden Familie gewesen ist. Später an der Universität sind Sie nach eigener Bekundung zu einer Gruppe eher linksgerichteter Studenten gestoßen. Ich würde gern wissen, war dies ein Ausbruchsversuch aus dem Herkömmlichen, aus dem Familiären? War es eine Reaktion oder aus welchen anderen Motiven ergab Nein, sich diese politische Haltung? Nein, das waren die Sozialdemokraten.
deren Studentengruppe an der Universität. Und das tat ich im Kampf gegen den aufsteigenden Nationalsozialismus. Aus keinem anderen Grunde. Damals nannten wir uns noch Genossen. Der Ausdruck ist erfreulicherweise nun ja weggefallen. Ich sagte damals den Genossen, ich bin kein Marxist und habe schon damals also immer gegen den Marxismus gesprochen. Aber ich sagte mir, man muss auch in dieser Sphäre der Hochschule nun tun, was man kann, und viel konnte ich ja nicht tun, gegen den Aufstieg dieser Gefahr. Und da war diese Studentengruppe für mich die geeignetste. Darum habe ich es getan. Dies ist erstaunlich, so will mir scheinen. In einer Zeit, in der die jungen Leute zu den Extremen drängten, also in der Endzeit der Weimarer Republik, zu den linken und rechten Extremen, sind Sie geblieben bei einer Partei, die mit einem nach wie vor extremen Vokabular faktisch doch zur gemäßigten Mitte, links von der Mitte, gehörte. Woraus haben Sie diese Vernunft, diesen Sinn für Maßhalten empfangen? Das weiß ich nicht. Ich würde glauben, dass ich ihn habe. Solche Temperamentsneigungen oder Neigungen des Denkens kann man, glaube ich, ganz beliebig und mit ebenso viel Recht negativ und positiv benennen. Man kann sagen, es kommt aus Friedfertigkeit, es kommt aus Schwachheit, es kommt aus Scheu vor dem Kampf, nicht wahr? Oder man kann sagen, es kommt aus gutem Willen, es kommt aus Vernunft, etc., etc. Und mir wäre es im Grunde ganz egal, wie man es benennt. Die Sache bleibt nämlich immer die gleiche, wie sie auch benannt wird. Maß ist für mich in der Politik in der Tat immer sehr wesentlich gewesen. Freilich würde ich hinzufügen, dass wir jungen Leute in Heidelberg damals die offizielle Politik der SPD doch scharf kritisiert haben und gegen ihr Unmächtiges tolerieren. Sie fanden sie zu sehr im Detail verhaftet. Ja, ja, und zu ohnmächtig, nicht wahr? Sie haben mitgemacht und waren doch nicht an der Macht. Also sie haben Brüning möglich gemacht und hatten fast gar keinen Einfluss auf Trotzdem schlossen sie sich ihr an. Ja, aber nicht nur ich. Wir als Gruppe schickten Telegramme an den Parteivorstand nach Berlin, nicht wahr, mit Warnungen, die gar nicht so dumm waren, die aber so beantwortet wurden, wie Sie sich vorstellen können. Wir sollten erst mal lernen, was Politik ist und dergleichen mehr. Dennoch würde ich gern die Frage wiederholen, was war die Barriere für Sie vor dem Verfall ans Extreme? Ich hasse das Extrem. Temperamentsmäßig. Ich habe es immer gehasst. Wo immer es mir in Büchern auftrat. Also ich habe eine Figur wie Calvin gehasst oder eine Figur wie Robespierre, eine Figur wie Trotzki oder Lenin gehasst. Das Extreme in jeder Erscheinung ist mir immer verhasst gewesen. Ich war nie in der Versuchung, mich den Kommunisten zuzuwenden. Da kam vieles zusammen. Instinkt, Temperament, und auch Analyse. Ich habe nämlich den Karl Marx schon ein bisschen studiert und habe ohne viel Genius finden können, wo die Denkirrtümer bei diesem Manne waren, der mir auch rein menschlich von vornherein äußerst unsympathisch war. Kurz und gut, in der Versuchung war ich nie. Auch nicht in Zeiten, als es populär war, also in den 30er Jahren, nicht war es in Paris und so. Die Volksfront, die Hoffnung und das Idol von vielen meiner Schicksalsgenossen war, habe ich dem niemals, ich bin nie drauf reingefallen. Wenn Sie sagen müssten, worin Sie Ihrem Vater Thomas Mann am ähnlichsten sind, würden Sie es für möglich halten, dass Sie sagen würden, in der Unlust am Extremen? Ja, das würde mir einleuchten. Ich würde eine völlig verschieden geachtete Sache hinzufügen, die Liebe zu Gedichten und das Auswendigkönnen von Gedichten. Mein Vater konnte sehr viel auswendig, aber ich glaube, ich habe ihn darin übertroffen. Können Sie mir sagen, gibt es ein absolutes Lieblingsgedicht von Goloman? Nein, es gibt 20. Nennen Sie mir die ersten zwei wenigstens.
Nein, das kann ich auf Anhieb nicht. Ich könnte, meine, weil Sie von den verschiedensten Dichtern sind, also es reicht nicht sehr weit, es reicht nach vorwärts nur etwa bis Hoffmannsthal oder Ricarda Hoch, von da ab bin ich also leider Gottes Gedichte blind, es fängt mit dem Barock an, aber ich weiß es nicht, also das Abendgedicht von Claudius, ich dachte eben an Gryphius, nicht mal, oder von Günther, oder, aber dann also Brentano und Heine und Eichendorff, Rückert vor allem, also den ich besonders liebe. Kurz und gut, das ist, ich könnte eine ganze Anthologie von Gedichten machen, die ich auswendig kann. Es geben ein paar hundert, glaube ich. Und das habe ich von meinem Vater wohl eher geerbt als gelernt, nebenbei bemerkt. Lernen Sie immer noch Gedichte auswendig? Immer noch, ja. Ich halte es für eine ausgezeichnete Gewohnheit. Welche Vorbilder haben Sie in Ihrer Jugend gehabt? Welche Figuren der Geschichte sind es gewesen, die Sie begeistern konnten? In meiner späten Jugend, nein, das kann man nicht mehr Jugend nennen, das sind die, was man so die frühen Mannesjahre nennt, nicht wahr, habe ich mich ausführlich, sehr ausführlich, mit einem deutschen Politiker und Schriftsteller Friedrich von Gentz befasst. Das ist Ihr erstes Buch gewesen. Ja, ja. War das ein Vorbild für Sie? Nicht in jeder Beziehung. Er war nicht in jeder Beziehung. Er war nicht so unbedingt liberal. Tadelsfrei, was nicht heißt, dass ich in jeder Beziehung tadelsfrei wäre. Er war ja ein klein wenig, ich will nicht sagen korrupt, aber er nahm doch Geld, wo er es kriegen konnte. Und er war auch nicht ausgesprochen liberal. Das bin ich auch nicht durchweg. Kurz und gut, es ist der Schriftsteller, glaube ich, von dem ich politisch am meisten gelernt habe. Und den ich also manchmal stilistisch auch wohl ein wenig direkt nachgeahmt habe. Durchaus bewusst? Ja, bewusst. Bewusst. Ich glaube, dass ein Schriftsteller einen Meister haben muss, an dem er sich nun wirklich übt, nicht wahr? Ich habe manche gelesen, ich habe mich also sehr viel mit Hegel befasst. Gottlob bin ich von dessen Stil wohl nicht sehr beeinflusst worden, nicht wahr? Ich habe andere Dichter und Schriftsteller wie etwa Heine geliebt, der nun wieder völlig anders war. Görres. Aber Gentz ist der, von dem ich am meisten gelernt zu haben glaube. Aber dann gab es, ich will nicht sagen Vorbilder, denn ich konnte ja nicht träumen, sie nachzuahmen, aber Figuren, die mich in gewissen Lebensphasen fasziniert waren. Der allererste, als ich 9 Jahre war, war Wallenstein. Und zudem möchte ich auf meine älteren Tage zurückkehren. Ich habe gehört, Sie möchten eine wissenschaftliche Biografie wahrnehmen. Ja, das würde ich gerne. Aber dieser Plan ist nun buchstäblich, also etwa 45 Jahre alt, nicht wahr, denn ich war, oder? Können Sie erklären, warum es gerade Wallenstein ist? Nein, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich las Schillers 30-jährigen Krieg und sobald ich zu Wallenstein kam, so fing ich fast an zu zittern, nicht wahr. Von da an also war ich hingerissen und das sind sonderbare Begegnungen. Sie sagten eben von sich, Sie seien durchaus nicht in allen Punkten liberal und das scheint mir richtig zu sein, denn Ihre heutigen historischen und zeitkritischen Betrachtungen verraten dem Leser eine Hinwendung zum Konservativen. So haben Sie zum Beispiel in einem Vortrag gesagt, ich zitiere, ohne Bindung, ohne Treue, von nichts anderem getrieben als dem ökonomischen Interesse, kann keine Gesellschaft bestehen. Und Sie haben in diesem Zusammenhang mit Sympathie, mit deutlicher Sympathie, die bindende, stilgebende Rolle etwa des Adels und anderer konservativer Gesellschaftskräfte erwähnt. Versuchen Sie bitte, mir den sinnvollen Konservativismus, zu dem Sie sich bekennen möchten, zu skizzieren. Ja, da bin ich nun beinahe im Doktorexamen. Ich glaube im Allgemeinen nicht sehr an Ismen. Sie haben eine Abneigung gegen Ideologien. Ja. Und in diesem Sinn ja auch gegen die Konservative, insofern sie ein Ismus ist und insofern ihre Vertreter behaupten, sie haben die Weisheit mit Löffeln gegessen. Ich mag das nicht. Es ist ja so, dass meistens der Vertreter jedes Ismus, ob es nun die Konservativen oder Liberalen, Demokratischen und Sozialisten sind, eigentlich immer alle guten Eigenschaften und jede Fähigkeit, richtig zu handeln,
für sich in Anspruch nehmen und sagen, wir sind die, die es immer richtig machen würden. Ja, das kann jeder sagen, nicht wahr? Aber es scheint mir trotzdem sinnvoll, gewisse Denkneigungen und gewisse fundamentale Einschätzungen des menschlichen Treibens als konservativ zu bezeichnen. Das wäre etwa Liebe zur Vergangenheit und Respekt vor der Vergangenheit in der Gegenwart, also eine Scheu, sie auszurotten, da wo es nicht unbedingt notwendig ist, das, also aus Gründen eben von Lebensnotwendigkeit. Das ist das eine. Dann Skeptizismus, nicht Zynismus, aber ein gewisser maßvoller Pessimismus dem Menschen und seinem Treiben gegenüber. Also die Ablehnung des Glaubens an die zuverlässige Güte oder Vernunft des Menschen. Und daher eben auch die Wertschätzung von Bindungen, seien sie selbst irrationaler Art, solange sie den Menschen eben binden und ihm ein moralisches und geistiges Heim geben, nicht mal. Also das scheint mir eine konservative Haltung zu sein. Sind Sie eigentlich immer ein Konservativer gewesen, selbst in der Zeit, in der Sie äußerlich betrachtet ein eher linksgerichteter Student waren? Oder was hat Sie veranlasst, konservativ zu werden? Ja, wahrscheinlich Temperament und Studium der Geschichte, Studium gewisser Schriftsteller, beides. Ich wäre heute sehr wohl imstande, sozialdemokratisch zu wählen, nebenbei bemerkt, und würde darin keinen Widerspruch zu gewissen konservativen Grundtendenzen in mir sehen, nicht wahr? Sah es jedenfalls im Jahre 1932 nicht, oder 1931 nicht. Warum sind Sie nicht bei der Philosophie geblieben, sondern Historiker geworden? Weil ich kein schöpferischer Philosoph werden zu können glaubte, weil ich also das Ingenium in mir nicht spürte und weil bloße Philosophie, Geschichte und Benachbartes mich nicht befriedigte. Ich würde aber glauben, dass ein klein wenig Philosophie sich in meinen historischen Schriften findet. Ich jedenfalls finde sehr viel Philosophie in der Geschichte und ihren Problemen. Ich akzeptiere es auch für Ihre eigenen Schriften. Sind Sie ein Moralist, Herr Professor? Sie haben einmal geschrieben, nur ein Narr könne sich weigern, die Notwendigkeit moralischer Begriffe anzuerkennen. Nur ein Narr könne das tun. Welches sind bitte in Ihren Augen die moralischen Kategorien, deren die Öffentlichkeit bedarf? Ja, auf diese Frage war ich nicht recht vorbereitet. Es ist wieder eine unerschöpfliche. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass Sie auf keine Frage vorbereitet waren. Gut, das trifft zu, aber die anderen Fragen waren biografischer Art und daher also gewissermaßen die Antwort aus dem Ärmel zu schütteln. Nun, ich weiß natürlich, dass Politik immer ein teilweise wenigstens schmutziges Geschäft war und dass es wohl immer bleiben wird, dass selbst entschieden moralisch denkende Staatsmänner häufig vor Kompromissen mit der anderen Seite der Politik nicht zurückschreckten und sie nicht vermeiden konnten. Ich gebe mir also über das Handwerk der Politik mich keinen Illusionen hin. Ich würde da ungefähr als ein Schülerschüler von Immanuel Kant denken. Politik wird niemals ein ganz sauberes Geschäft sein können, aber sie sollte es sein und sie muss es sein, obwohl sie es nicht sein wird, weil der Mensch eben aus krummem Holz geschnitzt ist, was ja wieder eine konservative Grundeinsicht ist. Nun, im menschlichen Bereich kommt aber alles auf den Gradunterschied an, nicht mal. Ein bisschen
ein bisschen Unmoral, die Leute mitunter ein klein wenig betrügen, Kompromisse beschließen, nicht mal, oder in der Vergangenheit ein klein wenig Gewalt anwenden, das war in der Politik drin. Es gab aber Leute, die gingen in diesen Dingen halt sehr, sehr weit und viel zu weit. Und gerade dieses Erlebnis hat uns doch alle gezwungen, die moralischen Grundlagen und Bedingungen des Politischen neu zu überdenken, nicht wahr? Also, dass also Mord schlecht ist und dass Lüge schlecht ist und Unterdrückung schlecht ist und so weiter und so weiter. Darin stimmen wir doch wohl überein. In diesem Zusammenhang würde ich gerne auf jenen Punkt kommen, in dem Sie die meiste Kritik in jüngster Zeit auf sich gezogen haben, in dem Zusammenhang nämlich von der Möglichkeit, Moral in die Politik zu tragen, bei gleichzeitiger Anerkenntnis, dass die Politik bis zu einem gewissen Grade zwangsläufig ein unsauberes Geschäft sein mag. Man hat Ihnen gelegentlich vorgeworfen, wenn Sie gesagt haben, Deutschland werde die Veränderungen in Osteuropa einschließlich seiner eigenen neuen Grenzen als das anerkennen müssen, was sie seien, als Tatsachen nämlich. Wenn Sie das gesagt haben, also zum Beispiel eine Anerkennung der jetzigen Oder-Neiße-Linie, dann hat man Ihnen vorgeworfen, nicht die Politiker, die Sie tadeln, weil sie Illusionen nachhängen, nicht die Politiker seien Illusionisten, sondern Sie selbst seien es, weil Sie meinten, dass die jetzt erfolgende, vorweggenommene Anerkennung unserer Ostgrenzen politisch sinnvoll und nützlich sei. Dazu habe ich zwei Fragen, Herr Professor. Wie sind Sie ganz allgemein gefragt zunächst, wie sind Sie zu dieser Auffassung in Sachen Ostgrenzen überhaupt gelangt? Warum meinen Sie, dass die Anerkennung sinnvoll wäre? Nun, als Moralist? Nein, jedenfalls nicht nur als Moralist. Ich habe während des Krieges auf einen vernünftigen Frieden gehofft, also auf das Gegenteil eines Rachefriedens. Vielleicht haben Sie das bemerkt, wenn Sie das Buch in der Hand gehabt haben. Selbst mein Buch über den alten Gens hat ja diesem Zweck gedient. Es sollte ja zeigen, wie man nach einer solchen Katastrophe mit dem schuldigen und besiegten Staat einen Frieden schließt, der dauern kann und das Ganze befriedet. Das war ja das. Es war eine wahrhaft andere Zeit und wahrhaft andere Menschen. Ja, aber jedenfalls war es der Zweck dieses Buches. Und in meiner nun äußerst niedrigen und ohnmächtigen Sphäre habe ich also damals Vernunft zu reden gesucht, wusste freilich sehr bald, dass es nicht so ausgehen würde und sah nun diesen teils elementaren und teils von den Kabinetten gebilligten oder ausgeheckten Rückschlag und Racheakt, nicht mal die Vertreibung der Deutschen aus diesen Gebieten. Damals glaubte ich, aus Schlechtem ist Schlechtes gekommen und aus diesem Schlechten kann nur wieder Neues Schlechtes kommen. Das ist damals mein Urteil gewesen, nicht mal. Mittlerweile haben die Dinge sich aber ein wenig konsolidiert. Wir haben auf der einen Seite die unglaublichen Erfolge Westdeutschlands gehabt und wir haben auf der anderen Seite den Wiederaufbau, die Besiedlung dieser Gebiete, vor allen Dingen durch die Polen als vollzogene Tatsache. Und da muss sich der denkende Mensch doch fragen, was soll nun eigentlich daraus werden, nicht wahr? Mehr habe ich ja nie gefragt. Meine Äußerungen sind ja oft, wie das eben so geht, nicht wahr, im politischen Kampf vergröbert oder vereinfacht worden. Nicht nur freue ich mich nicht über diese Lösung, ich habe sie furchtbar gefunden, als sie stattfand. Und ich suche auch heute noch nach der Wiederherstellung des Rechtes auf beiden Seiten. Das heißt, ich würde es sehr begrüßen, wenn auch die andere Seite irgendwelche versöhnlichen Gesten machen könnte, nicht mal. Was sie aber bestimmt nie tun wird, solange man auf der deutschen Seite auf dem Recht der Grenzen von 1937 besteht, nicht mal. Ich habe ja immer nur gesagt, wir müssen die vollzogenen Tatsachen als historische Grundlage anerkennen, von der man auszugehen hat. Gewisse Veränderungen, besonders im Falle
Böhmens würde das ja keineswegs ausschließen, nicht wahr? Die zweite Frage in diesem Zusammenhang. Es wird also gern gegen Sie ins Feld geführt. Sie befänden sich nicht auf dem Boden der sogenannten Realpolitik. Sagen Sie mir bitte, Herr Professor Golomann, gibt es Positionen, die auch entgegen den Bedürfnissen der wirklichen oder angeblichen Realpolitik behauptet werden müssen? Gibt es eine Möglichkeit, trotz allem, was Sie gesagt haben über das Unsaubere der Politik, gibt es eine Möglichkeit zu einer moralisch fundierten Außenpolitik, oder ist dies ein schöner Traum? Ist das ein Luxus, den sich der Historiker leisten kann, der Politiker nicht? Ja, es ist ja heute so, dass eine moralische Außenpolitik, das heißt eine Außenpolitik, die das eigene Recht und die eigenen Lebensnotwendigkeiten mit dem Recht und den Lebensnotwendigkeiten der Gegner zu versöhnen sucht, die also gewissermaßen zugleich Partei und über den Parteien ist, zur praktischen Notwendigkeit geworden ist. Denn alle bisherige Außenpolitik, die nur leidenschaftlich, listig, blind für die eigene Partei kämpfte, hat noch immer zu Kriegen geführt. Der Krieg war da drin, der Krieg war die Ultima Ratio, nicht wahr? Und nun kann doch Krieg, ausgewachsener Krieg in Europa nicht mehr sein. Folglich fallen doch die politischen Künste eines Bismarck, also es gibt einen deutschen Schriftsteller, der uns rät, zu Bismarck zurückzukehren oder Bismarck nach Bonn zu schicken. Sie wissen, auf welches Buch ich anspiele. Sind diese Künste doch veraltet, nicht wahr? Weil es Krieg nicht mehr geben kann, weil der Krieg nichts mehr lösen kann. Folglich muss doch was anderes versucht werden. Folglich müssen wir doch zu einem echten Frieden mit diesen Leuten kommen. So oder so, nicht mal. Sie müssen es auch wollen. Und ich mache mir über die Polen und Tschechen durchaus nicht die Illusion, die man mir gelegentlich vorgeworfen hat, dass das arge Nationalisten sind, weiß ich nur zu gut, hinterm Vorhang des Kommunismus. Und dass sie, je freier sie von Moskau werden, desto freier wieder in ihrem Nationalismus werden. Weiß ich nur zu gut. Gibt es dennoch trotz solcher Widrigkeiten geradezu die Pflicht des Politikers, hochgesteckte Ziele sich zu setzen, auch wenn die Gegebenheiten der Gegenwart dem entgegenstehen? Und würden Sie zum Beispiel meinen, dass in diesem Zusammenhang de Gaulle ein solcher Politiker wäre? Das würde ich glauben. Aber de Gaulle, wie jeder große Staatsmann, und ich würde ihn alles in allem einen sehr großen Staatsmann nennen, weiß, dass das große Ziel, sogar das Illusionäre, was in jeder großen Politik wohl sein muss, mit einer äußerst realen Beurteilung der Dinge zu verbinden. Denken Sie an die Art, wie er Algerien geräumt hat, und denken Sie an die Art, wie er heute etwa das deutsche Problem beurteilt. Er beurteilt es so real, dass er buchstäblich gleichzeitig von Bonn, von Warschau und von Peking gelobt worden ist. Ein Meisterwerk, nicht wahr? Noch einmal allgemein gefragt, gibt es die Pflicht für Politiker, sich Ziele zu setzen, die größer sind, als die Gegenwart es zu erlauben scheint? Ja, das glaube ich. Aber Sie müssen den Funken des Realismus gleichzeitig in sich haben. Es gibt da kein sicheres Rezept. Beide Elemente müssen drin sein. Sagen wir mal, die Gründung des Deutschen Reiches war im Jahre 1862 noch eine äußerst schwierige Sache, als Bismarck begann, darauf hinaus zu wollen, nicht mal. Bismarck hat aber damals später nicht mehr, als sein Werk anfing, völlig also unidealistisch, völlig untransparent zu werden. In jenen wenigen Jahren aber hat er Ziel und Realismus großartig zu verbinden gewusst. Kehren wir zurück zum äußerlichen Porträt Golomans, Herr Professor. Im Jahr 1933, Sie waren sozusagen gerade frisch promoviert aus dem Vorjahr, begab sich die Familie Mann in die Emigration. Dies war ein Schritt, der zunächst gar nicht zwingend geboten schien,
der aber allmählich von ihrem Vater Thomas Mann zu einer konsequenten Stellungnahme gegen die nationalsozialistische Herrschaft gedeutet wurde und ausgebaut wurde. Ihr eigener Emigrationsweg, Herr Professor, führte über Frankreich, wo Sie als Lehrer arbeiteten, über die Schweiz, wo Sie an der Zeitschrift Maß und Wert tätig waren, nach Amerika, wo Sie bis zum Eintritt ins amerikanische Heer an einem kalifornischen College als Geschichtsprofessor arbeiteten. Nun, der Entschluss zu emigrieren, wie war er begründet bei Ihnen selbst? Sind Sie nur Ihrem Vater gefolgt oder gab es eigene Gründe? Im Wesentlichen ja. Ich war in den Winter- und Frühlingsmonaten 1933 in Deutschland tief unglücklich, vereinsamt, verzweifelt. Habe mich also ein bisschen in der Rolle von Cassandra in dem Gedicht von Schiller gefühlt. Also verzweifelt inmitten des Jubels, der ja damals herrschte auf den Straßen, nicht wahr? Das ist mir unvergesslich. Also der Jubel über den Triumph einer Macht, die ich für eine Gemeine hielt. Dieses Erlebnis habe ich niemals völlig überwunden, nebenbei bemerkt. Ich blieb aber ein halbes Jahr länger in Deutschland als meine Eltern. Wurde schließlich von Freunden nach Südfrankreich geschickt, um meinen Vater zu bewegen, zurückzukehren. Und habe diesen Auftrag zunächst mit Feuereifer erfüllt. Aber in der dortigen Atmosphäre ist der Auftrag und ist der Wille zur Erfüllung des Auftrags sehr schnell weggeschmolzen. Hätten Sie sich, als Sie noch in Deutschland waren, bevor Sie sich auf die Reise begaben, von einer Rückkehr Ihres Vaters auch politisch etwas versprochen? Hatten Sie diese Illusion? Ja, ich habe das damals auch im Detail doch nicht alles so richtig beurteilt. Nein, politisch allerdings keineswegs. Aber ich wusste und sah ja dann auch, wie furchtbar hart ihm die Emigration fiel. Und ich dachte, wenn er wieder in seinem schönen Haus in München säße und in Ruhe arbeiten könnte, im Lande seiner Muttersprache und so weiter, so wäre das doch das Beste für ihn, nicht wahr? Und er selber hat ja, ich glaube, 2 Jahre lang geschwankt. Also der endgültige Entschluss, nicht zurückzukehren, ist, wenn ich mich nicht täusche, erst im Jahre 35 erfolgt. So lange haben Sie selbst gar nicht geschwankt? Nein, dann nicht mehr. Also ich wollte zunächst nicht heraus. Bin heraus, ich bin mit meiner Familie, dem Clan, wie mein verstorbener Schwager sie zu nennen pflegte, sozusagen hinausgeschwemmt worden. Ich konnte nicht, ich hätte mich von allen meinen Angehörigen ja endgültig trennen müssen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Folglich bin ich mit, nicht wahr? Aber als ich draußen war und die Dinge von außen nun sah und aufgrund der auswärtigen Informationen nun erfuhr, was in Deutschland vor sich ging, da war ich entschlossen, nicht zurückzukehren, solange Hitler an der Macht war, und wurde dann ein willentlicher Emigrant, was ich zunächst nicht war, ohne je zu glauben, dass die Emigration politisch viel leisten könnte. Darüber war ich von vornherein äußerst pessimistisch. Das habe ich auch gelegentlich publizistisch ausgedrückt. Das ist richtig. Und es gibt aus den 30er Jahren Essays von Ihnen, in denen Sie, bedenkt man Ihre damalige Situation, viel Verständnis für Deutschland, nicht für die Nationalsozialisten, aber doch für Deutschlands Weg durch die Geschichte beweisen. Sehr viel Verständnis. Haben Sie Heimweh gehabt, Herr Professor? Furchtbar. Heimweh, das zu Zeiten von Krisen, wo während derer ich glaubte, das Naziregime würde zusammenbrechen, ich vollkommen verzehrt war von Hoffnung und also wochenlang nichts tat als Zeitungen lesen. Das war zumal so während der sogenannten Rheinlandkrise, also im Jahre 36, nach der Besetzung des Rheinlandes durch Hitler, als die Franzosen ein paar Tage so taten, als würden sie dagegen agieren. Und ich dachte, dann stürzt Hitler und in einer Woche bin ich wieder in München, nicht wahr? So weit ging das. Und ich bin ja auch, mein Gott, ich bin ja 6, 7 Jahre immer um Deutschland gekreist und immer in der Nähe der deutschen Grenze gewesen. Frankreich, Schweiz. Frankreich, Schweiz, Böhmen, nicht wahr? Erklären Sie dies Heimweh, wenn Sie es können. Was war der Grund? Die Sprache? Ja, die Sprache und weil ich doch überhaupt nichts anderes kannte. Sie vielleicht wissen Sie nicht einmal mehr generationsmäßig, wie, ich möchte sagen, wie provinziell unsere Erziehung gewesen war.
damals in Deutschland. Auch im Hause Ihres Vaters? Im Grunde auch, im Grunde auch. Ich kam ins nicht-deutsche Europa ohne wesentliche Sprachkenntnisse, ohne Kenntnisse irgendeines Landes, sei es Frankreich, sei es auch nur die Schweiz, sei es England. Ich kannte überhaupt nur Deutschland, nicht wahr? Und konnte mich ohne Deutschland eigentlich nicht denken, nicht wahr? Die Liebe zu Deutschland, haben Sie sie stets empfunden? Ja, jawohl, aber mitunter, ich leugne es nicht, mit dem Gegenteil vermischt, nicht wahr? Zu gewissen Zeiten. Dennoch neigen Sie dazu, wenn man das aus der Lektüre Ihrer geschichtlichen Arbeiten schließen will, viel zu verstehen und viel zu verzeihen. Ist das so? Das würde ich glauben. Ob zu sehr, will ich nicht entscheiden. Liegt darin die Gefahr, dass Standpunkte verwischt werden, weil man zu viel relativiert? Die Gefahr ja, aber die Geschichtsschreibung ist immer ein Lauf auf dem Seil. Man ist immer in Gefahr, nach der einen oder anderen Seite herunterzufallen, nicht wahr? Sie sind 1940 von der Schweiz nach Frankreich zurückgegangen, um in der französischen Armee zu kämpfen. Und es ist nicht so weit gekommen, Sie sind stattdessen in ein Internierungslager in Frankreich gelangt, von wo aus Sie über einige Umwege nach Amerika kamen. Aber der Entschluss, gegen das damalige Deutschland mit der Waffe in der Hand zu kämpfen, was hat dieser Entschluss für Sie bedeutet? Was musste vorausgehen? Da wäre zu unterscheiden zwischen der sentimentalen Situation und der Theorie. Rein gefühlsmäßig war es einfach so, dass ich in der Schweiz todunglücklich war, nachdem der Krieg einmal begonnen hatte, weil die Schweiz damals ein Igel geworden war, nicht wahr? Also völlig mobilisiert war, nicht wahr? Und alle meine Bekannten, alle meine Freunde nun einberufen waren oder irgendwas fürs Vaterland taten, was doch potenziell gegen Hitler gerichtet war, denn die Schweiz erwartete ja jeden Monat, gelegentlich jede Stunde angegriffen zu werden. Und ich war ausgeschlossen davon. Ich war mit knapper Not geduldet, aber ausgeschlossen. Es ging so weit, ich war mal auf dem Rigi und ein altes Mütterchen trat an mich heran und fragte, warum sind Sie nicht im Dienst? Ich habe das nicht ausgehalten. Einmal wurde ich nebenbei als deutscher Spion verhaftet, nicht wahr? Als deutscher Paraschützist verhaftet, nicht wahr? Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Also, ich wollte nun mittun können, nicht wahr? Und da ich es in der Schweiz nicht konnte und man mir sagte, ich könnte es in Frankreich. Das war die eine Seite der Sache. Und vielleicht die wirklich entscheidende, weil wir ja alle Menschen aus Fleisch und Blut sind, nicht wahr? Gedanklich würde ich es aber damit rechtfertigen. Hitler war der böse Mann, er war eine teuflische Macht. Aber die Macht Hitlers war das deutsche Heer. Man konnte also Hitler nicht beseitigen, ohne das deutsche Heer zu besiegen. Nun, zu wünschen, dass die deutsche Wehrmacht besiegt würde, aber zu sagen, persönlich kann ich da nicht mitmachen, weil ich ein geborener Deutscher bin, hätte ich für falsch gehalten. Also, es war eine Quixotterie, wenn Sie wollen, aber ich bereue sie nicht. Sie müssen Ihre Haltung nicht rechtfertigen. Sie sind Ende der 50er Jahre, Herr Professor, nach Deutschland zurückgekehrt. Zunächst für eine Gastprofessur an der Universität Münster, dann als ordentlicher Professor für politische Wissenschaft an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Diese Professur haben Sie aufgegeben. Sie sind, wie man gelegentlich hört, auf der Suche nach einer kleinen Wohnung in München, aber es ist nicht ganz sicher. Ihr Wohnsitz jedenfalls ist Kilchberg bei Zürich, wo Ihr Vater die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. Haben Sie eine Scheu, in Deutschland Wurzeln zu schlagen? Nein, das nicht. Aber wenn ich ganz offen sein soll, hätte ich gern einen Fuß in Deutschland und einen Fuß woanders. Wenn man so lang in der Welt umhergetrieben wurde, wie unser einer. Was Sie beklagen. Was ich beklage, was mir nicht in der Wiege gesungen war, da ich im Grunde als ein provinzieller Mensch gemeint war. Was mir nun aber einmal geschehen ist, ob ich es wollte oder nicht, dann hat man eine Scheu, sich an einen Ort völlig zu binden, nicht wahr? Also ich möchte schon in Deutschland sein, aber nicht
ganz mit Haut und Haar, nicht wahr? Gilt diese Scheu Deutschland allein oder dem Wurzelschlagen im Ganzen? Dem Wurzelschlagen im Ganzen. Ich habe zeitweise einen redlichen Versuch gemacht, in Amerika Wurzel zu schlagen und habe viel Grund, den Amerikanern dankbar zu sein, aber es ist mir nicht gelungen, nicht wahr? Es ist mir nirgends so ganz gelungen. Würde ich übrigens teilweise einfach für ein Zeitschicksal halten, was mit der radikalen und schnellen Veränderung aller Dinge ja zu tun hat, nicht mal. Ich glaube, ich könnte mir denken, dass auch Deutschen, die immer in Deutschland geblieben sind, sehr vieles, was wir heute haben und ja haben wollen und gar nicht vermeiden können, doch fremd wird. Also ich komme da auf das berühmte Wort Entfremdung, ich mag es nicht, aber Sie verstehen, was ich andeute, nicht mal. Das trifft doch nicht nur auf Emigranten zu oder zurückgekehrte Emigranten zu, trifft auf uns alle zu, glaube ich. Wir haben, Herr Professor, davon gesprochen, dass die politischen Sitten in Deutschland vielleicht bis zu einem gewissen Grade und in manchen Kreisen wieder verwildert sind. Lassen Sie mich von einer ganz anderen Seite her fragen, als letzte Frage, die Sie mir erlauben. Hat die Bundesrepublik nach Ihrer Auffassung der Dinge politische Gesinnungen entwickelt, die Rückfälle in unglückliche deutsche Verkrampfungen in der Politik verhindern könnten? Und welche Gesinnungen, die das verhindern könnten, wären dies? Eine ganze Menge Bindungen an Westeuropa und Amerika. Eine Weltoffenheit, eine Offenheit gegenüber West- und Südeuropa und Nordeuropa und Amerika. Konkret gesprochen eine Reiselust aller Menschen nahezu, die eine provinzielle, sich ganz auf sich selbst zurückziehende Verstocktheit, wie sie gerade der frühe Hitlerismus darstellte, mir unmöglich zu machen scheint, nicht wahr? Ich meine, wo junge Leute, also schon als Lehrlinge oder als Gymnasiasten, eben Frankreich oder Sizilien oder England in dieser Weise kennenlernen und da Bekanntschaften und Freundschaften schließen. Da scheint mir eine Wiederholung jener bösen Dinge nicht unmöglich, man soll nie unmöglich sagen, aber doch sehr schwer zu sein. Das ist sicher ein Bollwerk dagegen. Und das Gleiche gilt natürlich für die großen wirtschaftlichen Neuerungen, gilt etwa für die EWG, die doch für den Kaufmann und Industriellen auch eine Gesinnung ist oder früher oder später werden muss, die ja nicht nur ein toter Apparat ist, sondern Gesinnungen voraussetzt und Gesinnungen entwickelt. Ich würde auch glauben, dass innerhalb Deutschlands unter Deutschen eine viel größere Entspanntheit ist, als sie in meiner Jugend war, und dass die um Macht konkurrierenden Parteien sich doch mit viel größerer Fairness behandeln als wiederum in meiner Jugend. Was da heute vorgeht, ist alles in allem keineswegs schlimmer als das, was sagen wir mal, in Amerika vorgeht. Und das gehört nun mal zur demokratischen Politik. Aber die Art, wie eben heute Gewerkschaftler und Unternehmer oder Menschen von der SPD und der CDU zusammensitzen und sich persönlich schätzen, es ist auch neu. Und das ist auch eine Leistung der Bundesrepublik, nicht wahr?